Diese Abhängigkeiten, die man jetzt hat, die müssen ja von Beginn an, also Anforderungsmanagement von zu Beginn an, wenn man das Konzept erstellt, bis hin zu, wie es eben von Herrn Habrich gesagt wurde, End of Life verwaltet werden. Und die Frage ist, wie kann so etwas überhaupt funktionieren? Nun, ich habe jetzt hier mal den Prozess als ein V-Modell abgebildet. Das muss nun nicht unbedingt ein V-Modell sein. Typischerweise haben Automobilbauer so ein V, was sie platt gedrückt haben, was also in einer Linie sequenziell abläuft. Und wir haben dann hier in dem Modell verschiedene Entwicklungsphasen, die ablaufen, also von der Anforderung bis hin zum Sign-off-Test oder bis hin zum End of Life. Und wir haben die Varianteninformation, die über den kompletten Prozess verstreut ist. Da gibt es Begriffe wie Varianzbindungszeitpunkt. Das ist der Zeitpunkt, in dem die Varianz in der Tat gebunden oder festgelegt wird. Der kann zu verschiedensten Zeitpunkten in diesem Prozess sein, also ganz zu Beginn, ganz zu Ende. Es kann auch sein, dass der Varianzbindungszeitpunkt erst im Lebenszyklus des Produktes ist. Also Sie können sich das folgendermaßen vorstellen: Wenn Sie ein Fahrzeug haben, das in der Software eine Dämpferregelung erlaubt, dann können Sie die Dämpferregelung einfach von vornherein für alle Zeiten festlegen auf Komfort. Oder Sie können später in Ihrem Fahrzeug eine Dämpferregelung haben, die Ihnen erlaubt, sportlich, Standard oder Komfort einzustellen. Dann würde man sagen, der Varianzbindungszeitpunkt ist erst zum Zeitpunkt des entsprechenden Fahrens mit dem Fahrzeug. Die Situation, die Sie hier jetzt sehen, ist natürlich deutlich vereinfacht. Wir können sagen, naja, eigentlich haben wir diese Prozessschritte. Wir vereinfachen das auch mal zu folgendem Bild. Hier haben wir so von mir aus Anforderungen, Architekturbeschreibung, Implementierung und alle Artefakte, die Sie in den einzelnen Schritten erstellen, leben ja in Versionen. Wir haben Versionsmanagement, das haben wir auch eben gehört, Polarion basiert oder hat als Versionsmanagement-Werkzeug SVN unterliegen. Genauso ist es hier in den einzelnen Entwicklungsschritten für ein entsprechendes Produkt. Das ist nur die halbe Wahrheit, kann man sagen, denn diese entsprechenden Entwicklungsartefakte leben jetzt auch nochmal in Varianten. Das heißt, wir bekommen eine neue Dimension hinzu. Wir haben also Varianten und die Varianten leben wiederum in Versionen, dass man sagen kann, wenn wir ein Release herausgeben, dann haben wir so einen Schnitt durch diesen Raum, durch Release 1, Release 2, das hier jetzt grün dargestellt worden ist. Oder wir haben hier Release 3, was rot dargestellt ist. Thank you for watching our webinar teaser. To view the full webinar, click on the link below in the video description. For other recorded webinars, visit polarion.com, click on the Events and Webinars tab, and click on Recorded Webinars. Or take the next Polarion steps.